Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Und damit willkommen auch zurück auf meinem Kanal. Was ist ich denn bin da los? Smoker. Willkommen zu meinem Let's Play zu The Last of Us Part 1 für die PS5. Das Spiel ist gestern erschienen. Und ich dachte mir, ich werde dazu mal ein Let's Play machen. Das ist das Remake des 2013 erschienen The Last of Us für die PS3 und 2016 oder 17 für die PS4. Und ja, wie gesagt, gestern für die PS5 rausgekommen. Für Vollpreis, was echt eine Nummer ist mit 80 Euro. Da wir das Spiel jetzt schon fast 10 Jahre auf dem Buckel hat. Und ja, das Gute an dem Spiel ist, dass auch Left Behind dabei ist, auch geremaked, was ich zum Beispiel noch nie gespielt habe. Was mir das Spiel aber empfiehlt, ist das erst nach der Hauptstory zu spielen, was ich dann natürlich auch machen werde, wenn es dann soweit ist. Und das natürlich auch Let's Playen. Und ja, ich freue mich jetzt mit euch noch einmal die Geschichte von The Last of Us Part 1 zu erleben. Und wenn dann irgendwann mal vielleicht ein Last of Us Part 2 Remake rauskommt, würde ich mir das dann auch nochmal angucken für euch. Und ja, begleitet mich auf der Reise hier durch die Geschichte von The Last of Us. Und wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich meine, die meisten von euch werden das Spiel wahrscheinlich schon in- und auswendig kennen, weil es ist jetzt schon das dritte Mal, dass es erschienen ist. Aber hey, es hat immerhin eine neue Grafik, die Steuerung soll wohl ein bisschen angepasst sein und ja, mal sehen, was das Spiel noch so bereithält. Also, würde ich sagen, legen wir los mit The Last of Us Part 1, Folge 1. So, jetzt sind wir mit Sarah unterwegs. Ja, jeder, der das Spiel kennt, weiß, was hier uns blüht. Und ja, ich will jetzt nicht so viel verraten für die, die es noch nicht kennen. Ach, verdammt. Komm mal hier. Die habe ich total vergessen. Herzlichen Glückwunsch. Bist kein Fossil, noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Papa. Es ist schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du beachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Papst. Hab dich lieb, Sarah. Ja, dann schauen wir mal, wo wir jetzt Joel finden. Joel, eher gesagt. Dad? Bitte. Deine Zeitung?
Anstieg von 300% aufgrund von mysteriösen Infektionen, hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Ja, zeigt so ein bisschen, wie es hier langsam losging. Wir können ja Pause machen, um das zu lesen. Daddy? Läuft ein Fernseher? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Verdammt, Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen. Das ist in der Nähe. Und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Waren zwei Explosionen. Übrigens, euch sollte aufgefallen sein, dass ich das Let's Play... Dad? ...ohne Kamera mache, also ohne Facecam. Weil das ist halt ein cineastisches Spiel und da würde mein Gesicht, glaube ich, nur stören. Ich meine, es tut zwar sonst auch immer, aber hier würde es, glaube ich, schon mehr stören. Dad! Geh mal runter. So, ich werde eine Folge bei einer Stunde belassen, was ne? Was ist bloß los? Sein Telefon. Hätte ich auch so gesehen, wie das leuchtet. Ich komme heute spät nach Hause, du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh, Papa. Wo ist er? Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Sie jetzt vorgelesen. Mehr oder weniger. Ah. Mal ruhig geworden. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Jimmy! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Wieder rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy, kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay.
Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp. Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Umdrehen und... Was zum Teufel los jetzt? Ach du Scheiße. Ich dreh um. Oh mein Gott. Tommy. Tommy! Du Scheiße! Das, was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Ja. Ja, wie ihr merkt, ich rede nicht viel, weil das Spiel ist sehr cineastisch aufgebaut. Und wenn ich halt immer reinrede, ist das dann natürlich doof. Macht die Atmosphäre kaputt. Deswegen bin ich ein bisschen leise. Hey. Zurück, Kleines. Zurück. Big Time Events. 2013 Standard. Auch heute noch gern gesehen. Da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Du machst doch. Fertig. Mach die Augen zu, Kleines. Lauf weiter! Nicht hinsehen, Sarah. Warum machen Sie das? Sieh einfach nur mich an, Kleines. Nimm dich hier raus. Versprochen. Kleines. Sie kommen durch den Zaun! Lass uns hier wegkommen! Komm schon! So! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Daddy, wir müssen dich helfen! Er schafft das schon! Nimm ich mal die Monitor. Sie kommen näher. Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp! Bitte, meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay.
Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Oh Gott. Bitte nicht. Szene ist jedes Mal hart. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Jahre später. Also Zeitsprung. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein. Für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Oh, das ist Tess, eine sehr taffe Frau. Sehr brutal vor allen Dingen.
Das weiß ich auch noch. War schon ein paar Jahre schon her, wo ich das Spiel gespielt habe. Wie gesagt, Left Behind habe ich noch nie gespielt. Finde ich halt cool. Das auch mal erleben kann mit neuer Grafikpracht. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Aber das sehe ich erst, wenn ich die Hauptstory durch habe. Die ungefähr auf, ich glaube, 10 bis 15 Stunden geht. Das sein? Ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Was ist das denn ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Und jeder, der den zweiten Teil kennt oder den ersten vielleicht nicht gespielt hat, achtet mal auf die Charakterentwicklung von Joe und Ellie in Teil 1 und in Teil 2. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Weil ich muss sagen, Teil 2 ist technisch gesehen und auch so spielerisch gesehen echt ein gutes Spiel. Aber die Charakterentwicklung in Teil 2 gefällt mir persönlich absolut nicht. Im Vergleich zum ersten Teil, wie sie sich da geändert haben. Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich aufzuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Aber Hauptsache, du hast Lebensmittelmarken, die Monate reichen. So. Nächstes Mal kriegst du eine Kugel in den Kopf, verstanden? Okay, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Weiter gehen. So geht die Polizei. Wir bleiben hier. Die Menschen hier. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ja, oder? Wir wurden gelyncht. Die ganze Truppe? Ja. Ich habe gehört, sie haben sie zur Schau gestellt und erstochen. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los hier, los! Los, Wiesern! Scheint rein zu sein. Komm. Achtung! Checkpoint 5, es ist noch weiteres geschlossen. Okay. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Medikit ausrüsten, R2 zum Heilen. So. Der DualSense, der... Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein.
Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Na klar. Seid vorsichtig da draußen. Es werde Licht. Lichter. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Ausrüstung. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Ja. Aber Teil 2 auch so gut. A2 nachladen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Tschüss. Mit der eigentlich Sinn. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich weiß gar nicht, ob man hier schon irgendwas finden kann. Ich weiß, man findet diese Firefly-Hundemarken. Und ich glaube, das sind auch über 200 Stück. Aber die alle zu suchen, werde ich mir jetzt nicht als Aufgabe geben. Bei Platin-Profil ist es eh nicht so wichtig für mich. Ja, die Sprechblasen gab es ja auch. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Ist schön aus hier mit den ganzen Pflanzen und so. Wo ist die Leiter? Ja. Sie muss hier ja irgendwo sein. Gut, bring sie rüber. Oh, wenn das Spiel so hübsch aussieht, also so schön wie nie, finde ich 80 Euro echt viel zu teuer. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Auch wenn man sagen muss, alles ist relativ. Dass es eins der besten Sony-Spiele ist, die es jemals gab. Ich sage mal, 40 Euro hätte ich gereicht. Hier lang. Schon was finden. Draußen oder so. Hier ist zum Beispiel eine Hundemarke. Die alle finden. Das ist eine Heidenaufgabe. Jetzt hier runter. Hoch geht's ja nicht. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Warte! Sporen! Fällt mir jetzt Gemomat ein für alles falsch in Last of Us. Ja, jeder, der das kennt, der weiß, was hier eine Sünde ist. Ne? Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Reinzucken. Da liegt ja der Grund.
Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Da liegt noch ein Grund. Geht. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ich erlöse ihn. Er freundet sich ja eh irgendwann. Gehen wir. Lieber schneller tot, als noch andere Leute zu infizieren. Denk irgendwas zu sammeln? Nee, wa? Geduckt, um dich an Gegner heranzuschleichen und drücke Dreieck, um sie zu packen. Seit diesem Modus hat man nur auf bis Mittel, glaube ich, Verfügung. Alles darüber ist ja nicht vorhanden. Ich spiele auf Mittel. Sollte auch reichen. Himmel. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Ich hab nicht mal was für mich, frech. Gehen wir zurück in die Stadt. Ja, echt noch nichts rum? Keine Ressourcen, gar nichts. Bin nervig. Der Essen. Ja, und gerne. Oh, das war's. Wenn verschlossene Türen sind, hat man immer das Glück, dass man da was finden kann. Essen. Ah, ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Ich glaube auch, dass er nochmal was erwähnt zu den Zetteln, wenn ich jetzt rausgehe. Glaube ich, war das irgendwie mal so. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Genau, so war das. Könnte ich mich auch noch dran erinnern. Bei PS3 und PS4 war er damals mit dem Six Access Controller. Dem Schütteln. Frische Luft. Das hier aus? Oder wieder Lampe? Lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Peinlich. Nach dir. Sicher den Eingang. Gib klar. Sichern. Bett davor. Ach hier, mit der Planke, glaube ich, hier.
Verdammt, das Brett ist weg. Könnte mal auch überspringen. Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Hier, reich es rüber. Zuletzt habe ich ja Last of Us. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon Teil schaffen. Teil 1 gespielt, bevor Teil 2 rauskam. Noch mal eine Stunde oder so. Dachte ich damals auch so mal, ob ich noch mal ein Let's Play mache. Aber da dachte ich mir so, das ist zu kurz vor Teil 2 und jetzt habe ich ja die Chance. Bring deinen Arsch hoch, dann los. Zu Befehl, Boss. Wunderschöner Grafik. 60 FPS? Läuft. Liegt was, glaube ich, noch ein Riegel. Ich bin aber voll. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm. Ja, die Natur hat sich die Stadt zurückgeholt. Mach zu. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Ja. Kann ich gerade nicht gucken. Ist ja doof. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Hey, Tess, hey, Tess. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Sieht doch nicht gleich so rum deswegen. Wir haben sich wohl ein paar Leute Knautschen gesucht. Böse Leute. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Ja, feig da. Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Für meine Respekt vor Tess. Weiß auch warum. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Damit der Frau ist nicht gut Kirschen essen. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Alter, es ist morgen gegeben. Reicht nicht mehr für Monate. Ach ja, jetzt kenne ich auch noch. Jetzt sehen wir mal, wie krass Test drauf ist. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. Ja. In Deckung! Das ist Tess. Bereit? Ja. Ich werde euch töten! Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Geh nicht direkt auf Gegner zu, nutzt deine Umgebung, um dich ihnen von der Seite zu nähern. Ja.
Ey, bis jetzt jeder ein Headshot, ja, außer der hier. Aua. Den Kopf weggeblasen, ja. Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist, hier geht's nicht durch. Lala. Okay, gut. Praktisch, dass halt die Reling da weg ist. Gib mir die Hand. Bitte. Das ist ganz schön stark, hä? Was wiegt denn Joel? Bei den 90, 95 Kilo wiegt der bestimmt. Die Ratten. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Tja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Du kannst die Feinde ohne Munitionseinsatz erledigen. Weiter, weiter. Ah, nicht so schnell. Alter Mann. Sorry, er ist freigeschaltet. Da liegt Munition. Weiß. Ich hab was verloren. Oh, ich glaube, die haben ein Messer benutzt. War einer. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Mein Cousin ist bei denen. Ehrlich? Okay. Doch, sie hat jetzt Probleme. Ein Schlüssel. Lagerschlüssel erhalten. Lagerhausschlüssel. Oh nein. Oh, was für Essen. Ist er gleich und heilt sich auch gleich. Find ich gut. Die Kisten ins Südlager gebracht. Und jetzt zum Knirps suchen eine andere Überlebensstrategie. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Oriel freigeschaltet. Braucht ganz schön lange immer. Aber anders gerade hoch, ja. Andere war hier unten. Geh mich da oben. Hey Mann! Mach jetzt keinen Scheiß! Das hören sie da oben nicht. Sehr schön. Da ist noch einer. Uns mal den. Okay, du drehst dich jetzt um, dreh dich nicht um. Wie erzählen wir?
auch keiner was fallen, ey. Jetzt hierher, das ist schlecht. Ja. Ticket. Wow! Ah, schnappt ihn! Sechs Kugeln. Nämlich. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Oh, ein Messer, die sind okay. Wichtig. Folge 3, um einen arglosen Gegner zu packen und 4 für einen lautlosen Messerkill. Hä? Muss man Streik immer drücken zum Messer benutzen? Aber die sind wichtig gegen die Klicker. Was sie sind, werden wir ja noch sehen. Weil die können einen One-Hitten. Ach ja, hier. Ja, noch. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Hier bin ich eigentlich dafür, mal vorbeizuschleichen. Deshalb machen wir wohl diese scheiße Baha-Jobs. Verdammter Robert. Er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Ich sag dir, hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Herauszugehen wäre Selbstmord. Die anderen Schmuggler machen das. Was glaubst du, was hier abgeht? Ach, stopp! So viel dazu. Du bist tot, Arschloch! So viel zum Schleich. Jemand? Ich gebe Deckung. Okay. Gut. Okay, Tess. Ja, doch eine Waffe. Boah. Alter. Er ist gestorben. Das macht Schaden. Da bist du ja. Ja, du gleich nicht mehr. Hey, Mann. Mach jetzt keinen Scheiß. Bitte. Gar nicht schlecht. Wehgetan. Eigentlich wollte ich vorbeischleichen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Naja. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir. Nummer eins. Was, wäre fast gestorben. Wäre nicht geil gewesen. Was? Verhalten wir uns. Okay. Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Robert! Joe, hier lang! Komm, er ist da rein! Sehen. Bin geblieben. Wir haben ihn gleich. Barge. Joe,
Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Habt dich vermisst? Hör zu. Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck. Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, wer so hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Ja, das ist echt krass. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Er schläft. Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Ball. Hier durch. Yep. Hätte mich jetzt auch stark enttäuscht, wenn das nicht gegangen wäre. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Das liegt
Verwende gesammelte Teile, um deine Waffen an der Werkbank zu verbessern. Joel, hilf mir doch mal. Achso, ich hab noch gar nicht geguckt. Jetzt kann ich Medikits und Messer herstellen. Ja. Echt am Puder. Infektionsstadion Runner gibt's, die Stalker, die Klicker und B ist Loader, glaube ich, oder? Oder war das Left 4 Dead? Ich weiß es nicht mehr. Karte der Z Boston. Karte der Quarantänezone von Boston. Tunnel. Ja. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf dem Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. Das ist doch, was ich vorhin eingesammelt habe, okay. Das ist ja Frage. Ja, wie gesagt, es gibt glaube ich über 200 Stück. Und die sind manchmal echt gut versteckt. Und ja, da habe ich ehrlich gesagt keine Geduld jetzt dazu, die alle zu sammeln. Das ist sehr viel Arbeit. Irgendwas? Ja. Warum sieht das? Macht er nicht Test? Wer verletzt hey, aus? Hältst du das noch durch? Es geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Es ist nicht meine Art. Hab's bis jetzt versucht zu schleichen, aber ja. Wir müssen zu dieser Tür. Manchmal funktioniert's und manchmal eher nicht. Aber gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich mal den ersten Part von The Last of Us Part 1. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuschaut. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Hier bei mir mit dem Smoker mit The Last of Us Part 1. Bis dahin, haut rein.